und herzlich willkommen, Leute, zu einem neuen Video. Es ist wieder Karneval, fast. Wie ihr vielleicht bei Instagram mitbekommen habt, die Halle konnten wir dieses Jahr nicht mieten, weil da schon Karnevalsveranstaltungen drin stattfinden. Wir mussten Plan B nehmen. Draußen ist übelst am Stürmen, hier drin nicht. Wir wollen mal ausprobieren, also was jetzt so die Auswirkungen von Konfettikanonen Indoor in einem Wohnzimmer machen. Also wie gesagt, ihr wisst ja, wie es in der Halle passiert oder was da passiert. Super Idee bestimmt. Wir haben hier auf jeden Fall eine Riesenauswahl. Wir haben so ein paar hier mit Bällen und so und ein bisschen Glitzer, ein bisschen normales Konfetti, Streamer, den Pimmelhimmel natürlich und ein paar kleinere. Also wieder hier die volle Auswahl am Start. Ihr wisst ja, in so einem Raum ist die Schallentfaltung immer so ein bisschen... Und um dem vorzubeugen, weil die Konfettikanonen natürlich recht laut sind, haben wir vorgesorgt. Oh yeah. Für die Sicherheit. Wir werden auch den Flur da hinten mit einbeziehen. Also den. Den Flur da hinten werden wir mit einbeziehen für die Streamer. Dann kommen wir ungefähr auf 10 Meter, glaube ich, mit dem Flur zusammen. Ja, müssen wir halt durch den Flur schießen. Also wir schießen vom Flur hier rüber. Ja, sicher. Das wird gut. Wir haben auch 2 Kameras, also das wird, glaube ich, wunderbar. Mein Arm wird lahm. Wir fangen an, würde ich sagen. Mein Arm wird lahm, das reimt sich. Ja. Wir haben übrigens auch gleich vorgesorgt zum Saubermachen. Mal gucken, ob das überhaupt funktioniert. Ich glaube, sauber. Ich glaube, das ist ein Häcksler. Ich glaube, der häckselt. Verdammt. Oh oh. Ja, wir schaffen mit den Kleinen, wa? Ja, wir müssen Teil wund. Ja, genau. Wir müssen uns leider immer so ein bisschen anschreien, wenn wir beide nichts mehr hören. Wir haben die Dinger auf und dann, ne? Ja. Ja, Schutzbrillen haben wir beide auf. Oh, warte. Visier. 2, 1, aufs Kälbchen. Schade. Wow. Guck mal, wie ist denn das Streubild? Wie würdest du das jetzt bewerten so? 2 Meter breit. Wow. War es eigentlich laut? Nein. Nee, war es nicht. Ja. Komm, ich mache jetzt hier Spiegelreflex. Oh, wie meine Kamera. Ach so, erstmal noch. Vielen Dank an Pyroland. Die haben uns hier die Dinger geschickt. Link ist natürlich in der Beschreibung. Mastertrick. Vorher das Papier aufmachen. Dann kommt es weiter. Genau. Und dann nach so drehen. Links drehen. 2, 1. Ui. Ach, du Heiland. Oh, das glitzert aber schön. Wow. Ordentlich. Ach du Scheiße, guck mal, der macht hier die übelsten kleinen Fitzel. Ja, das wird gleich spaßig. Wir haben noch einen kleinen. Herzrasen. Oh. Also die kleinen sind ohne Gehörschutz doch zu ertragen, aber bei den großen... 3, 2, 1. Boah. Junge, da hast du... Ach du Scheiße, das geht bis hinten zum Fernseher. Junge! Ist auf jeden Fall ordentlich. Auf jeden Fall bis hinten hin. Alter, was ist das denn? Das ist ein Klumpen von vorhin, von dem Spiegelreflex. Weiter geht's. Ja komm, ich mach knallbunt und du machst dann den Pimmelhimmel, ja? Wie bei einer Getränkedose, weißt du? Ich wollte gerade sagen, immer erst anklopfen. Oh, oh, extra klein gefitzelt. Damit wir noch mehr Spaß haben beim Saubermachen. Okay, 2, 1, Feuer. Uiuiui. Boah, Alter. Die hat aber gedrückt, okay, du. Okay, das war auf jeden Fall... Was ist denn hier los? Junge, das ist komplett alles durchgeballert. Das ist bis hier richtig schön. Oh, kannst du gleich unter dem Sofa erstmal schön sauber machen. Ja, extra schon alles abgelegt. Ja, guck mal oben auf dem Bild. Junge! Bude sieht gleich aus, ey. Okay. Himmel. Himmel, oh yeah. Schieß auch mal schön oben auf die Rinder. 2, 1. Oh, da sind 2 so Pimmelklötze nach vorne geflogen. Aber hier war wirklich so, da waren 2 so Klötze. Ja, genau. Also hier, wenn man hier mal guckt, ja, sieht schon ganz gut aus, tatsächlich. Oh, jetzt noch größer. Ich glaube, da müssen wir schon den Flur mit einbeziehen. Nee, wir probieren die mal noch. Atomic Age, was ist das denn? Sind das... Weiß ich nicht. Das sind Luftschlangen. Die müssen wir hier durchschießen. Ja, dann Flur. Flur. Ein bisschen dunkel hier. Also ich ziele... Emma! Nein, Emma, komm. Ab zurück. Schuss. 3, 2, 1. Alter! Junge, was ist denn hier? Hier sind erstmal 2 gegen die Wand geflogen. Hier sind nämlich komplett wieder geflogen. Junge, guck mal! Komplett hier durchgeschossen. Alter. Junge. Ja, die sind auch voll Möhre gegen die Wand geklatscht. Schlappen, ey. Ich glaube, wir müssen die Kamera hier ein bisschen umstellen. Heftige Messe. Und wir haben noch ein paar Streamer, weil das wird, glaube ich... Junge, also das war auf jeden Fall jetzt der Beste. Hier. Grenoble. High-End Konfetti, grün und weiß. Schön wieder antüddeln. Oh, weiß und grün ist da, glaube ich, drin. Okay. 3, 2, 1. Ja, das war schön. Oh.
Alter. Auch wieder eine schöne Ausbreitung. Der Raum ist zu klein. Auf voller Länge. Oh, hier ist aber ganz schön ein Klotz gelandet. Ah. So, nächste. Herz über Kopf. Ist das schön. Herzregen, da kommt doch Freude. Herzregensturm ist das nämlich. Warte, da gehen wir jetzt, gehen wir nochmal ein Stück in den Flur hier. So, hier. Ja. Das reicht. Ja, okay. Hast du oben auch geklopft? Man sieht das wie ein Schattenspiel. 2, 1. Der war laut. Der war echt laut. Junge! Also der war perfekt. Ja, vor allem, guck mal, wie viel das ist. Optimales Schäubild gemacht. Die ganzen pinken und weißen Sachen kamen aus dem Ding raus. Hey, Junge. Jetzt tue ich auf jeden Fall mal wieder meinen Gehörschutz auf, weil das war gerade ein bisschen laut. Bloody Snow gibt's jetzt. Schussweite von 10 Metern. Easy. 2, 1. Oh, Alter! Alter, Luftschlag, die hat doch richtig Druck. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Direkt guckt dir die Kamera an. Aber lass mal da dran. Also. So. Okay. Ja, was? Bei den kleineren. Oh, jetzt gibt's Bloody Snow 1.0. Also aber das sind keine Streamer. Ich glaube, das sind. Normalos. Das sind Normalos. Alter. 2, 1. 0,5. 0. Boah. Das war schön. Das war schön. Das hat schön geflitzelt. So hin und her. Die war gut. So, jetzt wird's krass, glaube ich. Jetzt haben wir nämlich Hologranate Gold. Das ist geil, weil das ist so spezielles Glitzerkonfetti. Laserkonfetti. Okay. 3, 2, 1. Oh. Ja. Ich dachte, es fliegt weiter. Alter, was ist das? Junge, das sieht richtig stark aus, oder? Alter! Hey, das dreht sich, wenn man da drauf guckt. So, die Folien haben wir dann gesprüht. Hier liegen noch ein paar. Also hier die gehen. Ich glaube, ja. Hier ist der Endklocks. Nee, hier. Da, oh, hier. Da, vor die Wand. So, jetzt sind wir bei den dicken Fingern angekommen. Jetzt geht's böse, weil jetzt kommen nur noch die großen. Erst nochmal Gold hier. Ja. 80 cm. Dann will ich aber mal hier, du. Also wir sind am Ende des Flures. 3, 2, 1. Ach du Scheiße. Hä? Jetzt, Ja, also, das war jetzt aber nicht so. Außer, dass jetzt der ganze Flur dreckig ist hier nichts passiert. Auf jeden Fall ist alles Gold jetzt. Der Gold ist hier hingekommen. Ist hier hin, ja. Das war wohl, naja. Also die hat mich jetzt enttäuscht. Ja. Muss man auch mal sagen. Da haben wir uns mehr erhofft. Mehr machen wir. Skullridge. Oder auch SK Ulrich für die Insider von euch. Komm, wir schießen mal von hier. Oh, das ist so schön. Ready? Ready? Go! Was ist das denn für ein Klopper? Also hier ist aber, das war aber auch wieder, guck mal, hier ist aber ganz viel direkt vorne runtergepurzelt. Da ist auch runter. Wie dick das ist. Ja. Vielleicht sollte man die vorher schütteln. Aber um sowas rauszufinden, ist dieses Video ja da. Also. Das waren 5 Meter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Knallbunt, das ist natürlich die perfekte Sache für Karneval. High-End-Konfetti bunt. Ja, da hatten wir schon die kleine und die mittlere von. Richtig. Ja, machen wir doch mal die nächste, ne? Mal mit 80er hier. Plopp. Plopp. Shake. Komm, ja, film über meine Schulter. Oh yeah. Warte hier so First Person. 2, 1. Oh. Oh, das rieselt schön. Immer noch in der Luft, teilweise. Wow. Ja. Aber auch hier die Schussweite nicht so wie angegeben, leider. Vielleicht mit Rückenwind. Jetzt schießen wir mal Fußbälle. Nee, alle raus, Konfetti rein, bis oben hinten und gucken, was passiert. Ja, sollen wir das mit einem mal machen? Ja. Ah, okay, die Fußbälle schießen wir normal. Und die kannst du dann werfen, ja? Wow. Genau. 3, 2, 1. Ah, die sind aber auch genau. Oh, ja, da war Druck gehabt. Du. Aber durch. Schön, die sind bis hinten in alle Wand geklatscht. Ja, die sind auf jeden Fall bis hinten durch. Stopfen wir einfach mal auf los. Schwierig. Junge, hier verrichtest du aber jetzt richtig. Meine lieben Damen und Herren, Visiere runter. Oh, warte. Okay. 2, 1. Boah. Junge, was ein Sound. Hey, das hat funktioniert. Aber gut. So, weiter geht's. Herz über Kopf.
80 cm. Du bist dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Go! Alter, was war das denn? Junge! Du bist richtig zurückgegangen. Und das ist bis an die Wand geklatscht von da oben. Zu schnell, Alter. Alter. Was war da denn los? Was? Das Ding ist krass, ey. Hier einfach komplett zerrissen. Krass. Spiegelreflex. Ja, ja. Wow. Ich nehme ich Metallic wieder. Silber Glitter Flitter. Glitter, 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 Glitter. Glitter. 2, 1. Oh, der hat auch Rückschlag gehabt. Das ist richtig schön. Das ist schön. Das ist Konfetti. Alter, wie die Bude aussieht, ey. 5 Stück haben wir noch. Ich würde sagen, wir machen weiter mit Federatio. Langsam fallende bunte Federn. Da bin ich mal gespannt. Die fliegen safe nicht weit. Das geht ja überhaupt nicht. Die darfst du machen. Ach ja. Nur reingucken mit Schutz. Ja, das ist wichtig. Oha. Okay. 3, 2, 1. Was? Die fallen, ja, die fallen aber nicht langsam. Boah, hier ist aber viel. Alter, hier ist aber Staub. Junge, Hilfe. Das sind alles so einzelne Federstränge. Aber ohne Witz. Boah, ey, guck mal hier, wie lange sich der Brammes hält hier. Boah, was? Ein ganzer Klotz noch? Ja, mehr. Hier auch noch. 2, da noch einer, 3. Alter, brauchst du bunte Federn zufällig? Okay. Weiter geht der Spaß. Schlawine, High-End-Konfetti, Schneeflocken. Passend draußen zum Wetter? Nicht. Volle Ladung. Ach du Scheiße. Das sind so ganz kleine. Ach du Scheiße. Oh ne, komm, wir gehen doch lieber nach vorne. 2, 1, Lawine! Oh. Alter, der hat mich getroffen hinten. Ich habe Luft abgekriegt. Oh, Junge, nein. Hier klebt schon alles. Scheiße. Hier klebt auch was. Nein, da der Wand. Junge, übelste Kleber, Dinger. Ich sehe gerade, guck mal, im Rauchmelder hängt doch eine fette Feder. Ja, aber hier sind auch noch so Schneeflocken drin, ja, ne? Ja, stimmt, Schneeflocken. Jetzt okay. Wird's lustig. Jetzt wird's wirklich lustig. So, Freunde, 3 Stück haben wir noch. Colorful Air Snakes. Ja, vor allem müssen wir jetzt ganz weit zurückgehen. Ja, ganz weit zurück. Guck mal, wie die Bude aussieht, ey. Voll normal, oder? Ja, naja. Ja, die wolltest du machen. Ready? Steady? Go! Alter! Auch Junge, aber straight bis hinten hin. Bis an die Wand direkt durch. Ohne ja noch ein paar liegen hier. Ich glaube, also ich habe das Gefühl, die Dinger fliegen auf 20 Meter. Richtig krass. Alles hier hinten rüber gerotzt. Und vor allem. Hier aufs Regal. Vor allem ja. Gibt es auch als kleiner und ganz, ganz klein für 2 Euro oder so. Müsst ihr auf jeden Fall mal gucken bei Pyroland. Es ist wieder Zeit für deine Himmel, Lieblingskanone. Himmel. Ja. Pimmelhimmel, aber diesmal 80 cm statt 30. 2, 1. Das ist doch ein ganzer Klumpen. Nein. Einfach straight. Komplett durchgeballert. Junge, hier liegt ja fast alles. Alles voller Pimmel. Okay, ich glaube, es sind doch 80.000. Auf dem Bild alles. Oh nee. Ich glaube, die lasse ich einfach da oben. Für den Gag, stell dir vor, hier sitzen irgendwelche Leute, auf einmal kommen ein paar Pimmel von oben runtergerechnet. Junge! Wieder mal eine erfolgreiche Idee des Fireworks in Blut. Ja, ich fürchte auch. Ja, nimm dir erstmal ein paar mit für Karneval, richtig so. Kann man immer Leute mit ärgern, das ist voll super. Wir haben jetzt noch die letzte, Electrum Air Snakes. Das sind Luftschlangen, aber halt so mit so einem... Golden und Silber. Mit so einem Metallic... Übel, sprach der Dübel. Also, na, verschwand. So, wie haben wir denn die beste Schussbahn? Ja, so ist perfekt für mich. Für dich dann auch? 3, 2, 1. Finale! Junge! Alter, du hast hier vor die Wand geschossen. Ja. Die sind direkt wieder zurückgeprallt. Ein bisschen. Alter. Aber warte mal. Aber auch schön bis an der Wand ja, durch. Ja, bis hinten hin, da hängt es schon über dem Fernseher. Ja, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Es hat uns auf jeden Fall richtig Bock gemacht. Guckt auf jeden Fall bei Pyroland vorbei. Link ist in der Beschreibung. Da könnt ihr euch für Karneval noch eindecken. So, wir machen jetzt noch ein bisschen sauber. Also ich jedenfalls. Das wird witzig. Ey. Wow. Also, Leute, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Bis dann und haut rein. Ciao. Mama? Ja? Willst du mal eben das Wohnzimmer angucken? Oh ja. So schlimm ist es auch nicht. So schlimm ist es nicht? Nein, nein. Sind wir noch da? Ach, ja. Ach, du Scheiße. Yeah.
Erstmal ein Foto machen. Ja, sicher. So wird es nie wieder aussehen. Ist doch nicht viel, oder? Guck mal, sogar oben auf dem Bild. Praktisch, oder? Ja. Kann man schön dekorieren für die nächste Party so. Ja, kann man schön. Du fegst und fegst und fegst und... Danke. Ey, kein Ding. Ich wollte helfen, wo ich kann. Ja, das ist auf jeden Fall... Das macht Spaß. Wenn dann irgendwann mal diese Fußleiste abgemacht wird... Komm da, Pimmel. Komm da, Pimmel raus. Komm, ich hab ihn gleich am Sack. Hey, warte, was ist das denn? Oh, ist ein Herz. I remember you.